Wenn sich einer mit Spitzenspielern auskennt, dann ist das Kevin Dickelhuber. Von 2012 bis 2014 spielte der gebürtige Albstädter bereits bei den Kickers. Letztes Jahr kehrte er dann zurück nach Stuttgart. Mittlerweile ist Dickelhuber Kapitän der Mannschaft und absoluter Top-Torjäger. Seine Qualifikationen werden heute definitiv gebraucht. Die Kickers zu Gast in Groß-Asbach. Der Tabellenführer gegen den Zweiten. Mehr Spitzenspiel geht gar nicht. Die Gastgeber haben sich nach dem bitteren Abstieg aus der Regionalliga schnell berappelt. In 7 Heimspielen ist die SG noch ungeschlagen. Mit einem Sieg heute würde Groß-Asbach mit den Kickers nach Punkten gleichziehen. Die Kulisse absolut überragend. Fast 5000 Fans sind im Stadion und sorgen für eine elektrisierende Stimmung. Kurz zur Erinnerung, wir sind hier in der 5. Liga. Die Atmosphäre ist aber absolut erstklassig. Damit rein in dieses Topspiel und die Kickers kommen gleich mit ordentlich Selbstbewusstsein. Die Flanke erst noch geklärt, dann kommt Dickelhuber, abgefälscht, 1-0. Was für ein Auftakt nach 6 Minuten. Kevin Dickelhuber, wer sonst? Groß-Asbach beschwert sich noch wegen einer möglichen Abseitsstellung. Der Treffer zählt aber. Was für ein Auftakt für die mitgereisten Gästefans. Wie reagiert Groß-Asbach auf diesen frühen Rückschlag? Man hat sich eigentlich so viel vorgenommen. Wir sind immer noch in der Anfangsviertelstunde. Dominik Salz mit 4 Toren, bester Torschütze beim Tabellenzweiten. Prüft hier mal Ramon Castellucci. Aber Groß-Asbach wird jetzt stärker. Zuletzt gab es immerhin 3 Siege in Folge. Da muss die Mannschaft doch mit breiter Brust spielen. Die Hereingabe auf Dominik Salz. Es fehlt noch an der Präzision. Vielleicht klappt es ja mal mit einer Standardsituation. Marco Manduzio, der Mann für den ruhenden Ball, und der Abpraller landet bei Fabian Benko. Asbach ist sehr bemüht, aber die Kickers verteidigen auch überaus engagiert und setzen immer wieder Konter. Wieder ist es Dickelhuber, diesmal ist Maxi Reule zur Stelle. Kurz vor der Pause, Groß-Asbach zieht jetzt nochmal das Tempo an. Wunderschöner Diagonalball auf Fröhlich, aber in der Mitte einfach kein Abnehmer. Die Roten haben mehr vom Spiel, aber es fehlen die klaren Torchancen. Hinzu kommt, es wird immer ruppiger auf dem Platz, die Derby-Stimmung überträgt sich langsam auf den Rasen. Dominik Salz mit dem Revanche-Foul, es geht hier heute um so viel. Die letzte Szene des ersten Durchgangs gehört dann nochmal den Kickers. Flamur Berisha mit der Flanke auf Kevin Dickelhuber. Der Querbalken steht dem 0:2 im Weg. Somit bleibt es zur Pause beim knappen 1:0 für die Stuttgarter Kickers, die mit diesem Ergebnis auf 6 Punkte davonziehen würden. Wenn ihr mehr Highlights aus der Oberliga sehen wollt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bislang ist dieser Abend für die Kickers ein absoluter Grund zur Freude. Der zweite Durchgang beginnt im Vergleich zu Halbzeit 1 sehr verhalten. Es dauert über 20 Minuten bis zum ersten richtigen Torabschluss. Wieder geht es über Dickelhuber. Der hat das Auge für den eingewechselten Meier, Loris Meier. Die Szene läuft weiter. Dickelhuber. Klasse gemacht. Dickelhuber gegen Reule. Auch wenn Asbach mehr vom Spiel hat, die besseren Chancen haben nach wie vor die Kickers. Insgesamt hat Stuttgart erst einmal in der Fremde verloren, alle anderen 6 Auswärtsspiele wurden gewonnen und auch heute ist man auf einem sehr guten Weg, es fehlt allein der zweite Treffer.
Umso näher wir der Schlussphase kommen, desto härter werden die Zweikämpfe. Dominik Seitz mit dem Ball auf Niklas Mohr. Der wird da fies von den Beinen geholt. Und das erregt vor allem Asbach-Trainer Evangelos Vonias, der immer wieder lautstark an der Seite protestiert. Bringt Stuttgart dieses 1:0 über die Ziellinie. Wieder eine Standardsituation. Kopfballgelegenheit in der Mitte. Aber Castellucci muss nach wie vor nicht wirklich eingreifen. 82 Minuten gespielt, Einwurf für Groß-Asbach. Aber die Gäste können sich befreien und auf einmal ist da ganz viel Platz. Dickelhuber schickt Meier. Der hat freie Bahn und das Auge für Riele. Die Entscheidung. Konrad Riele mit dem 2:0 kurz vor dem Ende. Ein klassischer Konter ebnet den Weg für diese Entscheidung in diesem Spitzenspiel. Doch die Kickers haben noch längst nicht genug. Neunzigste Minute. Der Ball kommt zu Leon Meier. Was ist das bitte für ein überragender Ball? Breik in der Mitte, 3:0. Spätestens jetzt wird dieses Topspiel zu einer blau-weißen Party. Ausgangspunkt ist dieser wunderschöne Chipball von Leon Meier. Loris Meier behält dann die Übersicht und David Breik muss nur noch einschieben. Kurz danach ist Feierabend. Die Stuttgarter Kickers gewinnen mit 3:0 gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Natürlich sind in dieser Saison noch einige Spiele zu gehen. Wer aber solche Spiele gewinnt, ist ein ganz heißer Anwärter auf den Aufstieg.